ich an, meine Freunde. Ich bin wieder da, neues Video. Heute möchte ich euch eine super kleine, so eine kleine Reiseschüssel vorstellen. Die hat mir die Firma MTI Products zur Verfügung gestellt, um die euch vorzuführen. Ich verlinke unten die Firma dann, dann könnt ihr es direkt bei Amazon kaufen. Das kleine Ding kostet gerade mal 69 Euro. Also es wäre wirklich mega für kleine Reisen wieder oder zu mitnehmen. An der See jetzt im Sommer kann man die gut mitnehmen. In dem ganzen Lieferumfang für 69 Euro ist wirklich, also eine Zange haben wir dabei. Dann haben wir eine kleine Smokebox. Also ich schätze mal zwei Kohlen passen da rein. Kann man auch schön auf und zu machen. Ne? Die ist dabei. Dann war eine Eisbazooka war dabei. Der Schlauch war dabei. Ein Silikonkopf mit solchen Fächern. Das ist jetzt wieder für mich eine Premiere. Ich habe Silikonkopf noch gar nicht gehabt, auch nicht mit diesen vielen Kammern drin. Ich könnte mir ja vorstellen, ich mache hier Watermelon Punch, Eiskaktus, Cola und rein. Ich glaube, das ist ein bisschen aufwendig. Lass ich es lieber. Ich mache mir heute einen anderen Tabak rein. Dazu dann später. Hier ist ein kleines Auslassventil. Also da kann man dann schön den Rauch rausblasen. Diesmal werde ich es hoffentlich nicht vergessen. Hier ist 360 Grad. Kann man den Schlauch drauf machen und kann in alle Richtungen dann den bewegen. Also wenn man mal sitzt oder steht, irgendwie also in alle Richtungen verwendbar. Dann kommt ja hier der Kopf drauf. Schön stabil alles schon zum Runtermachen. Hier passt wirklich gut. Das sitzt wirklich richtig fest. Also ich habe da wirklich Schwierigkeiten mit. Natürlich kleinen Diffuser. So klein wie die Shisha ist, aber ein Diffuser hat sie auf jeden Fall. Sieht auch aus wie Closed Chamber System. Zwei Ohrringe, die wirklich fest drin hängen und die Hohl selber ist aus Acrylglas. Ein LED war auch noch mit dabei. Das ganze Volumen von dieser Bowl habe ich 1,5 Liter Wasser reingemacht. Ich weiß, ich messe es ja immer gern. Ich weiß immer gern, wie viel da noch drin ist, weil ich habe mich verschätzt. Ich habe geschätzt wieder so 1 Liter. Nein, aber es sind doch 1,5 Liter Wasser, wo da reinpassen. Ja, dann baue ich es wieder mal zusammen, mache mir ein Köpfchen an und dann werde ich mal gucken, ob es auch schön raucht. Das ist ja auch noch was. Also man könnte es ja auch so schräg stellen. Also wem es so gefällt. Ich bin eher für Ordnung. Lasst es lieber so. Ich werde mir den Schlauch mal probieren. Und ihr wisst, ich mag so kleine Dinger nicht so wirklich. Vielleicht hole ich mir nachher. Ich habe hier schon meinen großen hingelegt. Vielleicht tausche ich das nachher auch. Aber ich will ja wissen, wie sie raucht, wie sie tut. Da bin ich dann echt mal gespannt. Genau. In den Kopf werde ich mir von Monaco einen Tabak reinfüllen. Ich habe hier von Shisha Galaxy die 4 Dosen überlassen bekommen zum Testen, zum Probieren. Ich habe schon 2, habe ich schon geraucht. Und zwar einmal diesen Eisbonbon. Der riecht wie diese Gletscher-Eisbonbons. Wirklich toll. So sieht er aus. Ich weiß nicht, ob man sieht. Ein bisschen dunklerer Tabak ist der. Der ist jetzt nicht so goldgelb. Der ist ein bisschen dunkler. Also ich denke dann auch ein bisschen stärker. Riechen tut er mega. Also richtig nach Eisbonbon. Aber mein Geschmackssinn, für mich schmeckt der, also für mich schmeckt der nach Banane. Irgendwie kommt da ein Bananengeschmack raus. Genauso, wenn man ja Doppelapfel raucht oder kauft, denkt man Doppelapfel, Doppelgeschmack, Lakritze. Okay. Aber gut, dann habe ich noch den Berry probiert. Der ist auch schön fruchtig, also kann man auch sehr gut rauchen. Ein richtig toller Rauchentwicklung, muss ich sagen. Hat mir auch sehr gut gefallen. Also die zwei habe ich schon getestet. Außer, dass da der Bananengeschmack durchkommt, verstehe ich nicht, aber kann ja sein. Heute würde ich mir mal entweder, ich nehme Super Limone, also Super Zitrone, oder ich schätze mal, das heißt Kaktus. Und den Kaktus werde ich mir, glaube ich, heute gönnen, weil ihr wisst ja, Watermelon Punch und Kaktus und Eiskaktus ist ja mein Tabak. Und wenn der wieder auch so gut ist, dann mache ich mir den heute. Riecht richtig schön süß, also richtig cool. Und wenn ich den jetzt so umrühre, meine Kuchengabel wieder am Start, dann seht ihr unten, ich weiß nicht, ob ihr es seht in der Kamera, richtig schön molassig, klein und feiner Schnitt, kann man auch gut verwenden. Rühre ich mir den gut um und dann fülle ich mir mal in diesen für mich natürlich wieder neuen Kopf. Erstens mal sowieso Silikon, ist noch nicht ganz so meins, weil ihr wisst, was ich für ein Setup benutze. Ich bin immer meinen Kajak-Steinkopf und jetzt mal Silikon. Ich bin mal gespannt. Da passt dann auch
eine Smokebox drauf. Die war ja dabei im Lieferumfang. Ich nehme mir aber meine, ich habe es ausgemessen von Emi her. Die habe ich schon auf der Herdplatte stehen und der ist jetzt halt neu, die wollte ich euch zeigen. Also die ist dabei. Wenn es zu heiß ist, kann ich es ja nicht mehr so in die Hand nehmen. Genau, also dann fange ich jetzt mal an, diesen Kopf zu bauen. Ihr seid wieder dabei und könnt wieder zugucken, oje, was macht sie denn jetzt wieder? Aber gut, ja, da ist schon wieder ein Loch in der Mitte. Also ich habe ja schon gesehen, man lässt es da so reinfallen. Seht ihr das überhaupt? Wenn ich mich bei mir möchte, ich ja auch, dass ihr es seht. So reinfallen lassen. Und dann muss ich ja jetzt unter dem Rand bleiben. Also bis jetzt sieht es noch nicht wirklich wild aus. Ich sage, es sieht immer, wenn ich selber die Videos danach angucke, sieht es immer aus, oh Gott, das ist wie eine Schaufel die Berge rein. Aber so ist es dann doch nicht. Jetzt mal gucken. Natürlich auch schön Molasse von unten nehmen. Jetzt verteile ich mir das mal und dann muss ich ja unter dem Rand bleiben, dass die Smokebox drauf geht, weil Overpacking will ich nicht machen. Ich will ja noch meine Lunge behalten. Das lasse ich lieber in der Mitte auch schön das Loch freilassen. Sieht mal ganz gut aus bis jetzt, oder? So, ein bisschen nehme ich noch. Ich habe auch gesehen beim Ähnchen, der tut immer so abstreifen, aber der macht's richtig eben. Aber ich denke, ich bleibe jetzt mal schön unter dem Rand. Ich tue es jetzt mal füllen und dann mache ich es mit dem Daumen, glaube ich, noch ein bisschen schöner. Also so sieht es jetzt mal aus. Nochmal. Und jetzt mache ich noch ein bisschen leicht andrücken oder vielleicht ein bisschen fester, dass die Rillen voll gedrückt werden. Wieder spannende Sache. Also ich drücke es ein bisschen fester an. Bleibt ja natürlich so am Finger heben. Aber ich bleibe auf jeden Fall unter dem Rand, dass die Smokebox nachher schön auf dem Rand drauf platziert wird. Mal gucken. Das ist mein erster Silikonkopf-Pfanne. Ein Loch ist ja Pfanne. Genau, Silikonpfanne drauf. Ja. Also. Rand sauber machen. Damit putzen. Ja, ich sage, bei diesen Köpfen bin ich wirklich sehr, sehr unsicher noch. Aber so wie es jetzt aussieht, bin ich unterm Rand geblieben, dass auch nichts passieren kann und kein Overpacking, weil ich sage, ich brauche meine Lunge noch ein paar Jahre. Ich möchte es mir nicht versauen. So, schaut mal. Ich zeige euch jetzt das Ergebnis. Ein bisschen klebt es ja doch ganz schön. Ein bisschen klebt es doch ganz schön. Deutsche Sprache, schwere Sprache. Okay, also sieht bei mir jetzt so aus. Ich weiß nicht, ob ihr es seht. Ich hoffe, ihr seht es. Da setze ich mir jetzt meine Smokebox drauf. Meine Emi-Box. Ja, drücke ich jetzt noch mit der nicht vorhandenen Zange runter. Genau, richtig reindrücken, dass sie auch hebt. Jetzt mache ich mir erstmal den Deckel drauf, dass sie vielleicht ein bisschen heißer wird. Dass der Tabak schneller wird, weil ich muss ja wieder vor euch anrauchen, wenn das dann ja eine Blamage entsteht. Ich hoffe, es funktioniert auch gleich. So, die Krüge, wir sind ja im Schwabeland. Wir brauchen den Tabak allen aus Raum zu putzen. So, dann gehen wir mal wieder los. Ich hoffe, es funktioniert gleich. Wenn nicht, hole ich den mit meinem Glow & Glow. Oh, die sitzt noch nicht ganz drin, aber jetzt hat sie Kontakt. Ich hoffe, dass es dann auch gleich wird. Bin mal gespannt, wie das kleine Skischale raucht. Funktioniert beim ersten Mal. Leute, schaut mal, wie das wird. Ich habe auch hier noch eine Fernbedienung dabei. Kann man auch noch andere Lichter machen. Schaut mal, wie es jetzt kommt. Sieht man es überhaupt? Mega gut. Ich werde immer besser. Meine Kopfbau sind doch gut. Aber Geschmack. Okay, aber er ist sehr süß. Mal ausblasen. Ich darf das Ausblasen heute nicht vergessen. Beim letzten Video habe ich das Ausblasen vergessen bei der Moose Breeze. Moment. Okay, alles ist auf einem Zug nach draußen, aber es funktioniert. Ich habe es nicht vergessen. Aber sie raucht gut. Funktioniert. Man zieht super leicht dran. Und rauchen tut sie wie Wulle. Prima. Also für den See zum Mitnehmen für den Sommer, warum nicht? Aber ich möchte jetzt doch einen Vergleich haben, wie das jetzt wäre mit meinem großen Schloss. Weil ich finde, mir persönlich sind diese kleinen Mundstücke einfach zu klein. So, ich weiß nicht, ich habe dann doch lieber ein bisschen was Größeres. Also der Schlauch ist dabei, auf jeden Fall. Aber jetzt möchte ich doch mein Mundstück noch testen, wie das funktioniert. So. Und wie gesagt, man kann es ja rundherum, also ich
kannst jetzt auch mal weitergeben. 360 Grad heißt es ja dann, ne? Dass es sich dreht. Also auch nicht schlecht. Aber jetzt probiere ich es mal mit meinem Stück. Ja. Also ich habe dann lieber die größeren. Also kann man sich jetzt ja wieder lustig machen. Aber mir gefällt mein Mundstück einfach jetzt. Das ist gerade einfach meins. So, liegt gut in der Hand, hat ein gutes Gefühl. Ich rauche mit dem am liebsten. So, also ich glaube, ich habe bewiesen, dass diese kleine Acrylglasflasche wirklich wunderbar funktioniert. Kann man also gut mal mitnehmen zum See. Man kann sie sich zu Hause ja auch schon füllen. Also das schließt wirklich wunderbar ab mit diesen zwei Dichtungen. Und ihr habt ja gesehen, wie schwer ich es habe, dass ich sie rausbringe. Könnte man auch schon zu Hause fertig machen, außer der Kopfbau, der ist ja dann gleich erledigt. Kohleanzünder mitnehmen und mitnehmen zu Festivals, zu Freibad, ich weiß ja gar nicht, ob das erlaubt ist im Freibad, an der See, Campingurlaub. Aber für den Camping habe ich jetzt meine Moose Breeze, die geht auf jeden Fall mit. Und die, da werde ich dann mal so auf Grundstücke oder so mitnehmen. Wenn sie dann umfällt, passiert nicht ganz so viel, weil es wirklich festes Acrylglas ist, fühlt sich gut an. Und somit, Leute, ich bin begeistert. Geht auf den Link unten, dann könnt ihr sie euch direkt bestellen. 69 Euro für den Sommer, perfekt. Und diese Tabaks, also diesen Water, also Kaktus, schätze ich jetzt mal, heißt Kaktus Kill. Kommt nicht ganz an meinen Kaktus ran, aber auch nicht schlecht. Also ich würde mir, doch, ich gebe ihm noch meine Chance. Tolle Rauchentwicklung, passt, Bombe. Wenn es euch gefallen hat, das Video, Like, Abo, die Glocke und auf Instagram, ihr wisst Bescheid, ihr findet mich überall. Fragen, Anregungen, immer gerne, dass wir im Austausch bleiben. Und somit würde ich mich für euch verabschieden für heute. Shisha la Visha, guten Rauch euch alle, passt auf euch auf.